man braucht, um so einen Ort zu erschaffen. Was hast du gebaut? Nichts. Du kannst nur plündern und zerstören. Du bist kein Mensch. Ich erzähl dir mal was über diesen Keyboards und die ganzen anderen Universitätsfuzis. Die sind ja so schlau. Meinen sie jedenfalls von sich. Also, ich hab dem Typ letzte Woche ein paar Drinks eingeflößt. Und auf einmal erzählt er mir, der Schlüsselcode zu seinem Büro wäre das Datum des Australia Day. Also gehe ich jetzt jede Woche ganz vorsichtig rein und nehme mir ein paar Piepen aus der Kasse. Der Australier kriegt das nicht mit und ich sag's ihm bestimmt nicht. Er hat echt eine Menge verrücktes Zeug da drin. Vielleicht, na, vielleicht werde ich eines Tages gieriger. Das letzte Stück von dir gefressen hat, wird Rapture wieder auferstanden sein. Ich werde die Parade anführen. Wer war denn das, werden sie fragen und auf die traurige Figur zeigen, die an meiner Wand hängt. Wer war das? Ich habe Mr. Ryan angefleht, Fontaine Futuristics an die Leute von Atlas zu übergeben, als eine Art Friedensangebot. Aber dieser Mistkerl nimmt einfach keine Vernunft an. Nein, er spleist und manipuliert die Massen immer schlimmer, gibt ihnen immer stärkere Plasmide. In Rapture findet ein regelrechtes Wettrüsten statt. Nur geht es nicht darum, wer die besseren Kanonen oder Bomben baut. Es geht darum, wer schneller vom Menschen zum Ungeheuer werden kann. Die Kleine, die heute in den Laden gekommen ist, nicht erkannt. Hatte eine Mordsoberweite und war ganz schön aufgedonnert. Sie lässt sich nicht in die Karten gucken, aber man muss nicht studiert haben, um zu erkennen, dass sie irgendwas im Schilde führt. Sie hat nach Magnetverschlüssen und solchem Zeug gefragt. Ich habe einen auch schwer von Begriff gemacht, aber sie hat mich durchschaut. Nachdem sie mich dann vernascht hat, habe ich ihr die Wegbeschreibung zu Keyboards und den Werkstätten gegeben. Rapture ist wohl nicht mehr zu retten, aber manchmal ist die große Kette noch ganz gut zu gebrauchen. Baut eine Stadt auf dem Meeresgrund. Das ist ein Wunderwerk.
Ein anderer Mann ist zufällig an Bord eines Flugzeugs, welches genau über dieser unterseeischen Stadt abstürzt. Und das ist wahrlich das viel größere Wunder. Was habe ich gehört? Lassen sich durch unvorsichtiges Fleißen selbst zu vernichten? Zweifellos. Aber ich werde keine Verordnung herausgeben. Ich werde kein Gesetz erlassen. Die große Macht, die große Kette der Schöpfung bewegt sich langsam, aber dafür weise und umsichtig. Unsere Ungeduld öffnet dem Parasiten Tür und Tor. Und wenn man ihn erstmal hereingelassen hat, wird er nicht mehr aufhören, die Stadt von innen aufzufressen. Ryans Pleiser schaffen gerade die junge Frau weg. Sicher ist sie eine von Ryans Spionen, hergeschickt, um mich auszuhorchen. Ich glaube es jedenfalls. Falls ich mich täusche, endet ein unschuldiges Mädchen an Ryans blutiger Trophäenwand. Falls ich recht habe, naja, ich hoffe mal, ich habe recht. Das Gerät ist so gut wie fertig. Ich kann mir jetzt keine Gefühlsduseleien leisten. Bloß das nicht. Leon!
fließt Blut auf den Straßen? Gewiss. Haben einige beschlossen, sich durch unvorsichtiges Splicen selbst zu vernichten? Zweifellos. Aber ich werde keine Verordnung herausgeben, ich werde kein Gesetz erlassen. Die große Macht, die große Kette der Schöpfung bewegt sich langsam, aber dafür weise und umsichtig. Unsere Ungeduld öffnet dem Parasiten Tür und Tor. Und wenn man ihn erstmal hereingelassen hat, wird er nicht mehr aufhören, die Stadt von innen aufzufressen. Was für ein bescheuerter Traum. Irgend so ein Obstbaum hat sich gedreht wie der Deckel auf einer Flasche und Saft in Ryans Kehle geschüttet und das Schwein erstickt. Aber als ich näher hinsah, war es gar kein Baum. Es war die Kernsteuerung dieses Dings da, das die Magnetschlösser an Ryans Tor speist. Man kann die Energiezufuhr nicht unterbrechen, sie kommt direkt aus den Vulkanschloten. Ryan bekommt immer seinen Saft. Wahrscheinlich könnte man den Hurensohn darin ersäufen. Das Grundgehäuse ist fertig. Ich habe eine Ladung. From the moment you boot up bio Nitroglycerin in meinem Büro, die verwenden wir als Initialzünder. Jetzt brauche ich 4 abgeschirmte R34-Kabelbrücken, um den Schaltkreis zu umgehen. Dann eine halbe Dose Ionengel, das gibt der Mischung erst richtig Zunder. Das müsste den Kern in den Nachbrennermodus versetzen, so zu einer Überspannung führen und den Überlastschalter an Ryans Tor auslösen. Soweit die Theorie. Entweder es klappt wie am Schnürchen oder halb Rapture fliegt dabei in die Luft. Naja, wer nicht wagt. Eine Attentäterin? Das ist köstlich. Ich hätte vielleicht mitgemacht, könnte ich mir vorstellen. Als Opfer der genetischen Manipulation, das ich bin. Ich habe ganz vergessen, dass ich einst an diesen Ort geglaubt habe. Ich habe an Ryan geglaubt. Doch als es eng wurde, glaubte Ryan nicht mehr an Rapture und an den großen Zusammenhang, die große Verkettung. Er glaubte nur an die Macht. Und jetzt ist dieser Ort im Arsch. Und mein Mädchen ist... weg. Schlimmer als weg. Sie ist jetzt eins von diesen Dingern. Bin ich also eine Attentäterin? Tja, das kann man nur auf eine Art rausfinden. Oh!
echte Bombe? Ich würde es schwer hoffen. Du musst sie nach der geothermischen Überprüfung am Kern anbringen. Werden wir sehen, ob diese verdammten oberschlauen Gelehrten überhaupt eine Ahnung von der Geschichte haben. So weit weg von deiner Familie, von deinen Freunden, von allem, was du je geliebt hast. Aus irgendeinem Grund gefällt es dir hier. Du findest etwas, aber du weißt nicht genau was. Denk eine Sekunde darüber nach. Vielleicht kommst du drauf. Das Gefühl heißt Nostalgie. Was hat dir Atlas angeboten? Ein Teil meiner ausgeplünderten Stadt? Denk an meine Worte. Der einzige Dank, den du erhalten wirst, ist ein Messer im Rücken. Was dir wichtig ist, bist du. Das liegt in der Natur der Dinge. Ich denke dir vor uns. Auch in einem
einem Buch voller Lügen findet man manchmal die Wahrheit. Ja, es stimmt schon. Alles hat seine Zeit. Ich stehe gegenüber von Angesicht zu Angesicht und ich weiß, ich kann meine Hand nicht gegen dich erheben. Aber du sollst eines wissen. Du bist die größte Enttäuschung für mich. Kann dein Herr und Meister mich hören? Atlas! Du kannst mich umbringen, aber du wirst niemals meine Stadt bekommen! Meine Macht rührt nicht von Stahl und Feuer her. Das ist es, was die Parasiten niemals begreifen werden. Ein jegliches hat seine Zeit. Geboren werden hat seine Zeit, sterben hat seine Zeit, aufbauen hat seine Zeit, niederreißen hat seine Zeit! Sache zu besprechen. Was? Ryan hat die Selbstzerstörung des Kerns eingeleitet. Nicht das, was du gemacht hast. Er will die ganze verdammte Stadt opfern. Geh da rein und kümmere dich um die Sache, bevor der ganze Laden in die Luft fliegt. Fortgeschrittene Entwicklungscharge Nummer 111, Dr. Souchon, Kunde Fontaine Futuristics. Das Baby ist jetzt ein Jahr alt, wiegt 27 Kilogramm und hat die Muskulatur eines durchtrainierten 19-Jährigen. Die Ergebnisse sind enttäuschend, liegen jedoch innerhalb der zu erwartenden Toleranz. Ist das dein Welpe? Er ist der Rüst. Danke, Papa Souchon. Brich ihm das Genick. Was? Brich dem süßen Welpen das Genick. Nein, bitte! Brich dem Welpen das Genick. Wärst du so freundlich? Nein! Nein! Sehr schön. Der Attentäter hat meine letzte Verteidigungslinie durchbrochen. Jetzt ist er hier. Gekommen, um mich zu töten. Was unterscheidet letzten Endes einen freien Mann von einem Sklaven? Geld? Macht? Nein. Der Freie hat die Wahl. Der Sklave gehorcht. Du glaubst, du hättest Erinnerungen? Die Farm? Die Familie? Das Flugzeug? Der Absturz? Und an dieser Ort hier, gab es wirklich eine Familie? Ist das Flugzeug abgestürzt oder wurde es entführt? War der Absturz Absicht? Wurde es von irgendjemandem gesteuert, der kein Mensch war? Von etwas, das durchs Leben schlafwandelt, bis es durch ein einfaches Kommando von seinem Meister aufgeweckt wird? Wurde ein Mensch entsandt, um mich zu töten, oder ein Sklave? Der Freie hat die Wahl. Der Sklave gehorcht. Komm rein. Halt, wärst du so freundlich, stehen zu bleiben. Wärst du so freundlich? Eine wirkungsvolle Redewendung. Kommt sie dir bekannt vor? Wärst du so freundlich, 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 endlich zu Ryans Büro zu gehen und den Drecksack umzubringen? Wärst du so freundlich, dich hinzusetzen? Wärst du so freundlich, aufzustehen? Zu rennen! Anzuhalten! Umzudrehen! Ein freier Mensch hat die Wahl. Ein Sklave gehorcht. Töte! Der Freie hat die Wahl! Thank you.
Sklave! Gehorcht! Gehorche! Beeil dich, schnapp dir Rhymes genetischen Schlüssel! Wärst du so freundlich, ihn verdammt nochmal in die Maschine zu stecken!